So, wir befinden uns wieder hier in der, ja, auf dem kleinen Bauernhof des, ja, bei der kleinen Goblin-Plage. Und wir müssen jetzt erstmal Goblins töten und Spinnen. Beides ist möglich. Wir haben überall. Oder das Schwert, je nachdem. Einfach mal schmeißen, vielleicht treffen wir. So, und ich werde jetzt natürlich jetzt nicht jeden Gegner einzeln zählen, sonst sind wir noch Jahrhunderte dran. Und wo Spinnen werden, schneller gehen. Daher glaube ich, ist ein Spinnen eine gute Wahl. Okay, die Hintere hat nicht so viel Damage abbekommen. Ja, schade eigentlich. Aber wir machen dir genug Damage. Oh, wir haben Panzer. Fahr schon mit dem Panther vorbei, fahr schon drüber. So. Müssen wir ja mal schnell machen. Wo ist denn die? Ach, die heilt sich auch noch. Erste tot. Okay, wir kriegen Unterstützung. Puh, mal wieder mehr Verstand, mehr Glück als Verstand. Denn wir hatten gerade ein paar Fehler in der Backe und nichts mehr an Fähigkeiten, die wir hätten machen können. Aber man kann ja auch gut zu zweit rumschnetzeln. Und wach! So, 4 Stück. Ach, hier wieder die romantische Bucht. Was ist ja das da? Ein Vulkan. Ach, das ist... Ach, ach ja, hier. Hier, unser großer Vulkan. Da. Ach ja. Ach ja. Naja, romantisch ist es nicht. Aber diese Lande sind hier auch ein bisschen härter. Nichts für weitere, ja. Die Harten der Harten. Und die kommen hier gar nicht. So. Junge, heil dich doch nicht so. So, kann ein paar auf den Deckel geben. Die Minispinne hier noch platt machen. So. Das, nächstes Mal, wenn du irgendeine Auseinandersetzung mit irgendjemand hast, sagst du, pass auf, ich drück gleich hier R, ne? Ich habe meine Spezialattacke. 2 Stück. Ach ja, ein paar Hexer, komm. So, das sollte genug Aufmerksamkeit sein. Oh, Level up! Komm, nimm helfen gerade mal. Oder ihr. Kann ich noch nicht sehen. Komm. Ihr, glaube ich. Nee, ihr. So. Gerade mal in Sicherheit, dann ein bisschen leveln. Dann geht's direkt weiter. Hier im Let's Play der Speedrunner. Okay, wir können wieder einen Punkt verteilen. Wir verteilen den Punkt auf Ausdauer. Da hatten wir nämlich gar nichts mehr, was zwar noch lag, dass ich so 7000 Sachen gemacht habe, aber naja. So, Meuchelmord, Schatten ist, ja, nee. Auslaugen mittlerweile, das ist mal Katalysator, Tränken, nee. Maximale Magika, nee. Waffen, Einhand mit Schild. Da haben wir noch Defensivhaltung, nee. Aber Bollwerk... Können wir eigentlich alles machen. Jo. So, was hast du zu melden? Euer Angriff gegen dieses Ungeziefer war heldenhaft. Ihr habt sie den Tag bereuen lassen, als sie ihre stinkenden Höhlen verließen. Ja, war gar in der Lage, Björk zu finden. Warum frag... Achso, ach ja. War gar. Naja. Wir haben Schwierigkeiten. Eure Ablenkung hat Wirkung gezeigt und Gar hat sich auf die Suche nach seinem jüngeren Bruder gemacht.
Das sind die guten Nachrichten. Die schlechten? Die schlechten sind, dass die Goblins sich für einen letzten Angriff auf unser Jarltum sammeln. Schnell, lauf zu Hoga und warnt ihn. Doch, wir nehmen mal die Beine in der Hand. Können natürlich auch reiten, aber wir müssen es nicht gleich übertreiben, sondern dann dürfen wir jetzt gleich wahrscheinlich. Ja, das ist natürlich eine Tür, kommt man nicht rein. Jedem, der es hören wollte, man muss natürlich mal genau hier durch. Naja, egal, so. Zum Großen. Was gibt es Neues von meinen Söhnen? Ist Bjorik zurückgekehrt? Ja, doch die Goblins sammeln sich für einen weiteren Angriff. Krieger, zu mir! Sichert die Halle und schützt die Unschuldigen! Verteidigt die Feste! Und ich halte euren Rücken frei. Haltet die Augen offen! Die Goblins können jederzeit angreifen! Goblins! Wie fies, ich kämpfe mit Spinnen zusammen. Ich glaube, ich spinne. Tötet sie alle! Also für vier Leute, die hier stehen und kämpfen, ist es aber jetzt kein Angriff, das ist eher... Ihr Anführer kommt! Schaltet ihn auf! Jetzt kommt schon der Hau. Hey, Iskamor! Wir haben den Sieg! Wer ist gefallen? Und wo sind meine Söhne? Findet sie! Hallo. So, naja, der Kampf war jetzt nicht besonders. Das war eher, ich weiß nicht. Was ist denn hier geschehen? Sieht nicht gut aus. Bei Schurs Knochen. Ihr müsst helfen. Elende Gorbs. Was ist geschehen? Und wo sind Gar und Bjorik? Sie werden vermisst. Oh, wir nein. Haben Bjorik gefunden. Wir waren gerade auf dem Weg, ihn nach Hause zu bringen, als wir hinterrücks überfallen wurden. Diese Goblins müssen sie beide geholt haben. Die Spinnen hüllen ihre Beute in Kokons. Wenn Bjorik und Gar erwischt wurden, findet ihr sie wahrscheinlich in einem dieser seidenen Gefängnisse. Wo soll ich anfangen zu suchen? Spinnenkokons findet ihr am Strand östlich des Gutshauses. Seht dort nach. Zeigt keine Gnade gegenüber diesen feigen Goblins und ihren Haustieren, den Spinnen. Natürlich. So, es ist doch nicht so gut gelaufen. Wir haben zwar den... Also Angriff kann man das nicht nennen. Das also wäre nicht der Häuptling mitgekommen, wäre das definitiv einfach nur ganz simple Ablenkung gewesen. So, mal gucken. Leer. Ach, so viele Eier, wie hier rumliegen. Ich glaube, hier hat jemand sein Ei verloren. Haha. Naja, es sind ja Kokons. Der Kokons. Auch wieder leer, da sind wieder ein paar Goblins. Die Goblins haben Gab gefangen genommen. Sie haben ihn in eine Höhle beim Strand gebracht. Okay. Ach ja, die Höhle. Da lag ich ja einigermaßen richtig. Und? Wir müssen den Kriegshäuptling der Goblins und die Spinnenkönigin töten, solange wir die Chance dazu haben. Sagt mir! Dann war das doch nicht der König. Ach nee, Quatsch, König, ja. Im Moment, Spinnenkönigin und Goblin-Obertyp.
machst du da? Wir befinden uns im Herzen der Höhle, mein Freund. Jetzt ist die Zeit gekommen, zuzuschlagen. Was meint ihr? Denkt ihr, wir sind mächtig genug, es mit dem Kriegshäuptling der Goblins und seiner Spinnenkönigin aufzunehmen? Bauchredner, wie können wir die Goblins und die Spinnen besiegen? Zerschlagt die Eier! Zerschlagt sie! Das wird diese hässliche Spinnenkönigin und ihre Goblin-Verbündeten schon herauslocken. Sovngarde wartet! Wir werden diese Bestien töten und die Goblin-Horde in die Grube treiben. Isgramor! Ich werde die Eier zerschlagen. Ich halte euch den Rücken frei, jetzt gibt's während ihr die Spinneneier zerschlagt. Bam! Rührei Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Immer schön mit der Axt drauf. Schafft ihr das? Naja, hoffen wir mal. Das Stückchen nachher noch mehr von den Dingern. Was? Kommen jetzt noch mehr? Oh, können wir schon einfach besiegen. Okay. Und ja! Der Sieg ist unter. Ich treffe euch in der Halle. Wieso ist das so staubzerfallen? Also da, das frage ich mich manchmal wirklich. Also bei den alten The Elder Scrolls Online-Teilen waren das entweder Beschworene oder irgendwelche Vampire. Okay, er bleibt hier. Also das ist mir irgendwie noch nicht so ganz schlüssig, weil sie haben sich da garantiert was gedacht. Ich meine, ob du da jetzt einfach die Leiche, also das gleiche Abbild auf den Boden legst oder ob du da wirklich... Ja, okay, gut, diese komische Haufen kannst du natürlich einmal entwickeln und dann sehen sie immer gleich aus, aber... Ja, ja. Ist schon etwas merkwürdig. So, wo ist der gute Herr denn? Ach, im Haus. Ach ja, wir sollen mit Rogar reden. Dem Rogar. Ich dachte gerade, das wäre der andere Sohn, aber es war ja der Vater. Solange nicht genau identisch heißen. Seid gegrüßt. So, wir betreten. Ach, wie hieß denn diese Hallen nochmal von denen? Hallo. Schon wieder vergessen. Ah, Bjorik. Nee, Loki. Fafnir. Und Gar ist wahrscheinlich noch hinten in der Höhle. Hält dort Wache, warum auch immer. Die Angriffe lassen nach. Ihr habt die Goblins zurückgetrieben. Gar und ich haben die Goblin-Kriegsfürsten und die Spinnenkönigin so besiegt. Bei Shores Knochen! Ohne eure Hilfe wären wir jetzt auf der Beisetzung meines Sohnes, anstatt den Sieg über die Goblins zu feiern. Ich werde nie vergessen, wie ihr bei der Verteidigung meines Heims geholfen habt. Wir haben es geschafft. Wir sind... Warte, ich habe den Kopf dieses Goblins. Wo? Was den Kopf? Gut gemacht, mein Sohn. Ja, dann können wir jetzt auch gehen. Seid gegrüßt. Guten Tag. Wir sind hier die ultimativen Helden. So. Feldwebel Joring. Aber ich glaube, der schickt uns nach Norden. Rift. Ach, Rift, okay. Und hier im Süden haben wir Deshan. Ich gucke einfach mal gerade nach Leveln. Wir können natürlich auch in der Hauptquest weitermachen. Das ist 10. Nö, wir machen erstmal den weiter. So, direkt einmal auf die Straße, weil da war ja diese Riesenbrücke.
Ah, hier haben wir noch eine Stadt. Fällt mir gerade mal so ein. Gucken wir die doch zuerst. Alter, ich mach voll Stadt. Ich mach mehr Stadt als du. So. Was haben wir denn? Loki. Oh, zwei Quests. Arme Pferd, eigentlich die Beine gebrochen und dann muss man leider das Pferd töten, weil das kann sich nicht hinlegen. Im Normalfall. So. Genug von den Schlimmsten. Reden wir mal mit ihr. Willkommen. Seid ihr ein Gelehrter der Magiergilde? Halt. Sagt es mir nicht. Wer hat die Magiergilde erwähnt? Ich war das. Ich werde der Magiergilde in Ebenherz beitreten. Ihre Schuppen werden feucht vor Neid werden, wenn ich ihnen meine Mixtur vorführe. Der Trank ruft ähnliche Visionen hervor wie die, die wir bekommen, wenn wir am Hist lecken. Ich muss nur noch eine letzte Zutat auftreiben. Benötigt ihr Hilfe, Noyaxia? Ja, ja! Madengras! Wärt ihr so freundlich? Es wächst unten an einem Wasserfall hier in der Nähe. Ich werde inzwischen an dem Gebräu arbeiten. Der Fluss versorgt uns jederzeit. Ich werde mit diesem Gras zurückkommen. Madengras wächst unter dem westlichen Wasserfall. Ihr müsst es in ein Fläschchen stopfen und schnell hierher bringen. Wir dürfen bei diesem Gebräu keine Zeit verlieren. Aber warum wollt ihr der Magiergilde beitreten? Ich habe Talent. Meine Fähigkeiten sind grenzenlos. Ich hatte zwar noch nie ein Buch in der Hand, aber schaut nur, wie leicht mir das Brauen dieses Tranks von der Hand geht. Und seht nur, wie schön bunt er ist. Das nenne ich Talent. Ja. Madengras, wir nehmen auch gerade nochmal einen anderen Quest an. Die werden wir natürlich jetzt zuerst erstmal machen. Aber die Gegend gefällt mir irgendwie. Die ist ganz eigen. Ich meine, die Teile habe ich wirklich nicht mehr gespielt von The Elder Scrolls Online. Das waren ja ganz am Anfang die Teile. Ihr seht tapfer und weise aus. Wie lautet euer Name? Jack Rabenschwärze. Es ist ein guter Name, den ihr da tragt. So guter Name würdet ihr mir bei einem Problem behilflich sein. Wo liegt denn das Problem? Paschria, meine Schwester, sie ist verrückt. Es ist noch nicht lange her. Da haben wir einen Angriff des Bündnisses abgewehrt. Sie hat ihren Anführer in nordwestlicher Richtung verfolgt. Würdet ihr nach ihr suchen? Falls ihr sie tot auffindet, würdet ihr zumindest ihre Leiche ins Dorf zurückbringen. Ich werde nach ihr suchen. Ihr seid freundlich. Ich glaube nicht, dass jede Schwester ihren Bruder auf diese Art prüft. Aber es war schon immer so mit Paschria und mir. Aber erzählt, wie konnte ein so kleines Dorf einen Angriff des kompletten Bündnisses abwehren? Unsere Heimat hat uns das Überleben gelehrt. Alles in Schwarzmarsch versucht einen zu fressen. Wenn uns also etwas beißt, dann beißen wir umso fester zurück. Oh ja, interessant. So, jetzt kümmern wir uns einfach gerade mal ums Madengras. Oh, da hinten ist schon der Wasserfall. Da oben ist auch die... Da, eine Brücke. Ich will hier durch. Ihr tut mir doch nicht etwas an, oder? Ich kann angeln. Ja, ich würde sagen, angeln kennt ihr, glaube ich, soweit. Ich angle jetzt gleich noch ein bisschen was, nur ich mache dann schon mal einen Aufnahmestopp, sonst wird das gleich einfach ein bisschen zu viel. Und dann dauert das ewig, das hochzuladen und zu bearbeiten. Danke fürs Zuschauen und... Oh, ey. Na, danke. Ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.